60.000 Zuschauer waren gekommen, um Oliver Kahn und den FC Bayern München zu sehen in Jakarta im Gelora Bung Karno Stadion. Also die Münchner Bayern zu Gast auf ihrer Asienreise in einem Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft Indonesiens. Abbas Daud, der Schiedsrichter, gab also die Partie frei. Nationalkeeper Pitoy und der ehemalige Nationalkeeper Oliver Kahn, der in Asien ja beliebt ist wie kein zweiter europäischer Fußballer. Die Bayern in den weißen Trikots mit einem guten Pass von Van Bommel. Pitoy vor Jan Schlaudraff. Jan Schlaudraff, die einzige Spitze. Die anderen Stürmer der Bayern ja alle bei ihren Nationalmannschaften. Klose, Podolski zum Beispiel und auch Toni. Dann der Freistoß von Sosa und Breno. 1:0 für die Bayern durch den Innenverteidiger, der heute für Van Beuten spielte. Der junge Brasilianer. Auf Anraten von Giovane Elber wurde er ja gekauft. Und hier zeigt er seine Qualitäten beim Offensivkopfball. 21 Minuten gespielt. Die verdiente Führung für die Bayern, die mit 3 U19-Spielern angetreten waren. Mit Schlottner, Contento und Bob. Und weiter ging es mit guten Kombinationen und Jan Schlaudraff, der die gesamte Viererkette der indonesischen Nationalmannschaft auftrappiert. Und wieder Jan Schlaudraff, 2:0, nur 120 Sekunden nach dem Führungskopfball von Breno. Jan Schlaudraff zum 2:0. Zufriedenheit und lächelnde Gesichter auf der Bank. Natürlich, denn Jan Schlaudraff, der zu Hannover 96 wechseln wird, behielt die Übersicht. Das Zuspiel von Toni Kroos. Es machte Spaß zuzuschauen, auch die Indonesier jetzt etwas besser in ihren Offensivaktionen. Hier der Pass auf den Mittelstürmer und da ist Oliver Kahn. Also die Chance für Bambang Pamungkas, der Mittelstürmer, der offensichtlich die Nerven verlor vor Oliver Kahn. Dann ein Freistoß der Bayern, schnell ausgeführt vom Schlitzohr von Toni Kroos und vollendet von Jan Schlaudraff. 3:0 hieß es nach 31 Spielminuten. Und das Duo Toni Kroos und Jan Schlaudraff schneller und wesentlich intelligenter als die indonesische Defensive, die schlafmützig noch dabei war, die Mauer zu stellen oder gar nicht auf den Ball schaute. Und das nutzten die Münchner aus. 3:0 und wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wieder Jan Schlaudraff, Schlaudraff. Und dann kommt Seroberto, netzt den Abpraller von Pitoy ein. Das 4:0, so haben wir alle gedacht und so haben wir es auch vermeldet. Aber wir hatten die Rechnung ohne das Schiedsrichtergespann gemacht. Wir schauen nochmal. Sie entschieden auf Abseits, aber es war nie und nimmer Abseits. Schauen Sie, der Ball hat den Fuß schon lange verlassen. Da ist Seroberto immer noch nicht im Abseits. Also es war ein klar reguläres Tor. Aber der Schiedsrichter Abbas Daud und seine Assistenten hatten das irgendwie nicht überrissen. Dann war Halbzeit und Van Bommel schenkte schon mal dem Schiedsrichter Daud sein Trikot, nachdem er die gelbe Karte gesehen hatte. Und Oliver Kahn verließ den Platz und machte die Stelle frei für Michael Rensing, seinem Nachfolger. Oliver Kahn auch in seinem vorletzten Spiel für die Bayern. Nächsten Dienstag geht es ja noch in Kalkutta zu einem Match ohne Fehler. Dann Eli Eboy, das war der gefährlichste. Der Gastgeber, der im rechten Mittelfeld spielte, er hatte ein ums andere Mal eine gute Aktion. Und wieder Pamungkas, Pamungkas Rensing. Schon die zweite dicke Chance für Pamungkas. Aber ebenso wenig wie er Oliver Kahn bezwingen konnte, konnte er Michael Rensing bezwingen. Und Benny Dollo, der Coach der Indonesier, der wurde jetzt auch ein bisschen ungehalten. Denn sein Team
besser, aktiver im zweiten Durchgang, aber noch ohne Tor. Aber jetzt, da war es dann endlich. Der Treffer von Pamunkas. Alle guten Dinge sind halt eben doch drei. Seine dritte Großchance, die verwertet er dann. Pamunkas zum 1:3. Natürlich die Vorarbeit von Eboy. Und da war nichts zu machen. Breno stand nicht richtig. Rensing konnte auf keinen Fall diesen Treffer verhindern. 1:3. Die Münchner beschränkten sich auf das Wesentliche. Aber in der Schlussphase, da kamen sie nochmal mit Toni Kroos und mit Jan Schlaudraff. 4:1. Die beiden mal wieder in Zusammenarbeit. Jan Schlaudraff, der offensichtlich sein ganzes Können nie hat abrufen können in der vergangenen Saison. Und Toni Kroos als Vorbereiter erneut. 3 Minuten vor Schluss sollte es dann nochmal genau andersrum laufen. Inzwischen war Marcus Horison im Tor der Indonesier. Aber diesen Treffer hält kein Keeper der Welt. Sehr schön geschlänzt von Jan Schlaudraff. Michael Henke und Ottmar Hitzfeld hatten dann fast alles gesehen, aber eben auch nur fast. Denn 3 Minuten vor Schluss kamen sie wieder. Jan Schlaudraff diesmal als Vorbereiter und Toni Kroos. Toni Kroos, oh, der vernascht seinen Gegenspieler geradezu. Ein unverschämtes Tor. Natürlich der Fehler von Maman Abdurrahman hier. Das ist natürlich ein Anfängerfehler, aber jetzt Toni Kroos, der wartet und wartet und wartet und dann erst schiebt er den Ball ein. Verzweiflung beim Keeper und bei Abdurrahman, der alle Extremitäten in die Höhe reckt, aber es hat keinen Sinn. Die Bayern in Persona von Toni Kroos schießen das 5:1. Es war ein unterhaltsamer Fußballnachmittag in Jakarta. Geradezu sadistisch dieser Treffer von Toni Kroos. 5:1, dabei blieb es. Die Bayern machten Werbung in Asien für den deutschen Fußball und speziell natürlich für den Ball, den Bayern München spielen kann.